Soll ich da rein? Also, wir haben schon mal einen wunderbar komplizierten Titel, um anzufangen. Das ist schon mal schön. Das kann nur noch besser werden. Prinzipiell geht es darum, dass man, wenn Sie jetzt irgendein physisches Paket in Ihrer Stadt herumschicken wollen und nicht ewig warten wollen und gerade nicht Zeit haben, es irgendwo hinzufahren, dass man es relativ schnell, relativ zuverlässig und auch schön günstig transportieren kann. Und die Lösung für das Problem ist im Prinzip, die wir uns ausgedacht haben, dass Freiwillige wie zum Beispiel ich sagen können, okay, in dem und dem Zeitraum fahre ich jetzt von der Schule nach Hause und da kann ich also von dem Punkt zu dem Punkt irgendwas transportieren. Dann gibt es in dem ganzen System ganz viele solche Leute, die sich sowas ausdenken und dann führt das System der Einfachheit halber so Übergabepunkte, die jetzt hier einfach mit Buchstaben bezeichnet sind und es eigentlich nur so ungefähr ein Netz veranschaulichen soll. Im Prinzip sind jeder dieser Knoten sind Übergabepunkte, so Art Schließfächer, wo man ein Paket reinstellen kann und das dann von einem anderen abgeholt werden kann und weiter transportiert werden kann. Und die Pfeile zeigen halt dann hier in dem Fall exemplarisch an, in welche Richtung irgendjemand sich unterwegs ist. Und je nachdem, wann man am Tag ist, kann man eben sagen, da wird es eher transportiert und da eher nicht. Das Ganze basiert also auf Wahrscheinlichkeiten, weil Menschen sind unzuverlässig und machen Fehler und darum muss man das schon von Anfang an so ein bisschen mit einberechnen. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt, das ist jetzt konkret bei uns in so Abschnitten von Viertelstunden gesetzt, wird eine Wahrscheinlichkeit dem Transportweg zugeordnet. Und das kann man auch mal kurz demonstrieren. Und zwar wird jetzt hier verschiedene Routen von einem Überbahnpunkt Königsplatz bis Dom berechnet. Da gibt es jetzt zwei Routen, die man in dem Fall exemplarisch nehmen kann. Man kann einmal übers Theater in Augsburg und einmal über den Moritz und den Rathausplatz, beziehungsweise direkt über den Rathausplatz gehen. Und je nachdem, und hier wird dann an der Seite angezeigt, wie lange das dauert. Das wird eben in den Ticks bei uns gemessen, was eigentlich nur Abschnitte von Viertelstunden sind. Und Sie haben eine Wahrscheinlichkeit, wird Ihnen zugeordnet, jetzt zum Beispiel bei der Lösung ganz oben. Das ist dann quasi der beste Weg, der hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, nämlich eine über 100%ige Wahrscheinlichkeit, was zwar keinen Sinn macht, aber doch auch die höchste ist definitiv. Also das müsste man halt auf 100% dann kontrahieren. Und dadurch kann dann die optimale Route für einen Transport eben berechnet werden und Benutzer können dann eben Pakete verschicken und die Route berechnen lassen und dann glücklich werden.